Quick-Infos sind eine hervorragende Möglichkeit, in Power BI Zusatzinformationen in Grafiken anzeigen zu lassen. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe hier die Grafik, die mir monatliche Umsätze anzeigt. Und ich möchte nun für jedes Monat Detailinformationen sehen. Und zwar diese kleine Grafik hier. Hierzu muss ich folgendermaßen vorgehen. Ich wähle in den Formateinstellungen zunächst die Seitengröße aus. Diese setze ich auf Quick Info. Dadurch verkleinert sich die Ansicht. Im nächsten Schritt gebe ich dieser kleinen Grafik eine Bezeichnung. Ich nenne diese Detail und selektiere Quick Info. Im letzten Schritt benötige ich hier noch in der Quick Info Einstellung ein Feld, das mir bei der Verlaufsgrafik hier zuweist, dass es sich um eine Detailinformation handelt. In meinem Fall ist das die Spalte Sales, da ich diese Spalte Sales auch hier verwende. Nachdem diese Einstellungen vorgenommen worden sind, benötigt diese Grafik ebenfalls noch Einstellungen für die Quick Info. Hierzu gehe ich folgendermaßen vor. Ich gehe auf Formateinstellungen und aktiviere die Quick Info ein. Wähle den Typ Berichtsseite und wähle nun Detail aus. Somit ist in dieser Grafik die Detailinformation nun vorhanden. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich über ein Like und über eine Subscription und bis bald.